0:1 gegen Dortmund, 2:3 in Mainz. Stecken die Bayern in einer Mini-Krise? Na, ich denke nicht. Also, dass mal eine Schwächephase zwischendurch kommt, vielleicht auch mit den Umstellungen, jetzt wo der Schweinsteiger fehlt, denke ich, oder der Robben mal noch nicht ganz fit war, denke ich, ist normal. Aber die fangen sich bestimmt wieder und werden die Tabellenspitze zurückerobern in den nächsten Wochen. Oh, ich denke, eine Krise noch nicht. Aber ich sag mal, es tut natürlich sehr weh, dass ein Bastian Schweinsteiger im Mittelfeld fehlt. Und es ist natürlich schwer, den zu kompensieren. Deswegen denke ich mal, dass man jetzt die letzten zwei Spiele einfach nicht so gut dastand. Aber ich denke, dass wir das jetzt bis zur Winterpause nochmal herumreißen können, das Ruder, und auf dem ersten Tabellenplatz überwintern können. Fakt ist, Bastian Schweinsteiger fehlt dem Team. Das weiß auch Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. Natürlich tut uns der Ausfall, trifft uns der Ausfall von Bastian, aber deshalb kann man trotzdem laufen, kämpfen, beißen, kratzen und was weiß ich alles dazugehört im Fußball, um am Ende des Tages zu gewinnen. Und das würde ich den Spielern dringend empfehlen, am Samstag wieder einzuführen. Neben Regisseur Schweinsteiger und Anatoli Timoschuk droht nun mit Toni Kroos der dritte Mittelfeldspieler auszufallen. Am Donnerstag schickte ihn Trainer Jupp Heynckes wegen Grippe nach Hause. Um wieder ganz oben anzugreifen, müssen die Bayern im Heimspiel gegen Bremen in die Erfolgsspur zurückfinden. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft nach wie vor deutscher Meister werden will. Ein Punkt Rückstand haben wir jetzt. Jetzt müssen wir versuchen, diesen Punkt eben schnell wieder aufzuholen, weil unser Ziel nach wie vor eben die Herbstmeisterschaft ist. Aber dazu muss man am Samstag ohne Frage gegen Werder Bremen gewinnen. Das Spiel ist jedoch kein Selbstläufer. In den letzten 5 Jahren konnten die Münchner zu Hause nicht gegen die Bremer gewinnen.